Herzlich willkommen bei Jump TV. Seit längerem hört man und liest man vom Pferdefleischskandal. In den Lebensmittelgeschäften kann man im Moment keine Lasagne oder andere Fertigprodukte mehr kaufen. Wir wollten von den Solothurnern wissen, was sie von dem Skandal halten. Essen Sie gerne Pferdefleisch? Ja. Auf alle Fälle, ja. Ja. Ja, mal. Klar. Sehr gerne, ja. Nein, gar nicht. Was halten Sie vom Skandal, dass Pferdefleischspuren in anderen Fleischprodukten gefunden worden sind? Also ich finde es schon nicht ganz richtig, dass man die Leute in diesem Sinne belügen. Das gibt es ja immer wieder, es ist einfach tragisch. Und ich finde es gut, dass es aufgedeckt ist und dass jetzt etwas gehandelt wird, hoffentlich. Das ist rein wegen der Deklarationspflicht bedenklich, aber ich sehe jetzt dort absolut nicht das Problem drin, dass man so viel Nahrung muss entsorgen muss. In dem Sinne, nur weil dort halt ein kleiner Beitrag auf der Etikette vergessen wurde. Also, eigentlich ist es nur falsch deklariert. Es ist auch kein Mensch geschrauben. Also, wenn man nachher das Medikament in dem Pferdefleisch zurückführt, finde ich das eigentlich ein Skandal, aber sonst finde ich es gar nicht so schlimm, eigentlich. Betrug. Ich finde es einfach nicht in der Ordnung, dass es falsch deklariert ist, sonst habe ich eigentlich kein Problem damit. Hätten Sie es bemerkt, wenn Sie beispielsweise Lasagne gegessen hätten? Nein, das merkst du nicht. Bin ich überzeugt davon. Nein, unmöglich. Ja, also nein. Also ich hätte es nicht gemerkt, nein. Nein, kein Mensch merkt das. Sehr wahrscheinlich nicht. Wegen der Gewürze und wegen der Soße, oder? Sehr wahrscheinlich nicht. Ja, ich hätte nicht gemerkt, sicher nicht. Würden Sie die Fleischprodukte trotzdem Skandal noch essen? Auf jeden Fall, ja. Sofort. Ja. Ja. Ja, sicher. Mal schon. Sicher? Nicht mehr. Dass ich das Rossfleisch eigentlich gerne habe, ist es. Also, wenn es richtig deklariert wäre, würde ich es essen, ja. Haltet ihr es für richtig, dass man diese Produkte aus dem Sortiment genommen hat? Ja, ist ja so. Ist noch eine schwierige Frage. Ja, wir haben ja Deklarationspflicht hier in der Schweiz. Und aus dem Sinn muss man halt leider laut Gesetzesgebung die wirklich aus dem Sortiment nehmen, sehe ich, aber jetzt persönlich, ich als Mensch, kein Problem dringend. Also ich würde sie drin lassen, ich würde das weiterhin so verkaufen, es halt einfach anschreiben, dass dort der Pferdefleisch drin ist, aber sonst, also ich sehe das Problem nicht dringend. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auf einem Weg schon richtig, ja? Oh. Ja, ist richtig. Das ist richtig, ja. Weil es nicht richtig deklariert ist. Sehr richtig. Eigentlich falsch, sollte anders angeschrieben werden und dann wäre es immer noch gut. Hätten Sie einen anderen Lösungsvorschlag noch? Ich denke, mir geht es ja kaufen, das Fleisch, und hat das Gefühl, das, was angeschrieben ist, sind Gold innen. Und ich denke, das ist die Möglichkeit, die man hat. Eine andere Möglichkeit in dem Sinn, wenn man es eben von anderen nimmt, so wie es jetzt passiert ist, ja, sehe ich das schon ein, aber einen anderen Vorschlag, nein, in dem Sinne nicht, weil man muss sich schon darauf verlassen können, was angeschrieben ist, dass das auch drin ist. Schärfere Kontrolle und ja, einfach härtere Strafen, also wenn es nicht richtig deklariert ist, dass es einfach vor allem finanzielle halt wahrscheinlich Konsequenzen hat. Eben, wie ich schon erwähnt habe, das Zeug abreisen, anschreiben, dass auch Pferdefleisch drin ist, es weiterverkaufen und so. Ja, das wäre gerade so meine Lösung. Dass man die Rosse auf jeden Fall zum Schlachthof besser tut, zu ihnen schauen und sie nicht einfach so verreden und versterben und dass man auch kein Medikament gibt, für das sie länger leben oder so. Er muss sicher einfach kontrolliert. Eben, umpacken und richtig anschreiben. Und dann ist es okay. Es ist noch schwierig zu kontrollieren. Einfach bessere Kontrolle. Eine bessere Kontrolle? Einfach Qualitätsmanagement einführen und kontrollieren, bevor aus dem Markt kommt. Das war vom Elfi Highlight. Dass Pferdefleisch in gewissen Fertigprodukten vorgefunden wurde, ist sicher schlecht. Aber ob es wirklich notwendig war, die Produkte aus dem Sortiment zu nehmen, ist etwas fraglich. Wir wünschen euch trotzdem noch einen guten.